Zeichen unserer Zeit. Es geht um die Endzeitrede Jesu Christi auf dem Ölberg. Es ist so, diese Endzeitrede Jesu auf dem Ölberg wird uns in drei Berichten im Neuen Testament überliefert. Matthäus 24, Markus 13 und Lukas 21. Es ist wichtig, alle drei Beschreibungen zu studieren, miteinander zu verbinden, denn sie ergänzen sich. Die Vorgeschichte ist diese. Es war Dienstag vor Karfreitag. Den ganzen Tag über war der Herr Jesus im Tempel zu Jerusalem. Es gab harte Auseinandersetzungen mit zahlreichen verschiedenen Gruppen des Judentums, die sich als Feinde gegen den Herrn stellten. Dieser Tag wird beschrieben in Matthäus 21, Vers 23, dann über Kapitel 22 bis ans Ende von Kapitel 23 hinweg. Das ist alles ein Tag. Und dann die Parallelbeschreibung in Markus und Lukas. Das zeigt uns, dieser Tag war sehr, sehr bedeutsam. An diesem Tag wurde deutlich, dass die führende, die herrschende Schicht des Judentums Jesus Christus als Messias ablehnte. Am Ende dieses Tages ging der Herr mit seinen Jüngern aus dem Tempel hinaus, aus diesem wunderbaren architektonischen Werk der Antike hinaus und kündigte die bevorstehende Verwüstung des Tempels an. Das war ein Schock für die Jünger. Denn über Jahrzehnte in der damaligen Zeit wurde dieser Tempel gebaut und dann immer noch weiter verschönert und verfeinert. Und da sagt der Herr plötzlich, dass dieser Tempel nun bald untergehen soll. Diese Ankündigung findet sich überall in Matthäus 24, Markus 13 und Lukas 21, immer am Anfang. Der Herr ging danach mit seinen Jüngern durchs Kidron-Tal hinüber zum Ölberg, der östlich des Tempelberges liegt. Aber es ist so, dass der Ölberg höher ist als der Tempelberg. Und darum hat man von dort aus die allerschönste Übersicht über den Tempel zu Jerusalem. Die Jünger stellten dem Herrn vier Fragen. Ganz unter dem Schock und dem Eindruck dieser Ankündigung der Zerstörung des Tempels. Hier sind sie die vier Fragen. Man findet nicht alle vier in einem Evangelium. Man muss wirklich alle Evangelien zusammennehmen, dann findet man die vier. Erstens, wann wird die Zerstörung des Tempels stattfinden? Das wird in allen drei Evangelien gefragt. Zweitens, was wird das Zeichen der Zerstörung des Tempels sein? Diese Frage kommt nur in Lukas 21 vor, Vers 7. Und wichtig, diese Frage wird auch nur in Lukas dann beantwortet. Das ist sehr wichtig, dass man das beachtet, sonst kriegt man sehr schnell ein Durcheinander. Drittens, was ist das Zeichen deiner Wiederkunft? Und schließlich viertens, was ist das Zeichen der Endzeit? Nun merken wir, das sind eigentlich 2 + 2 Fragen. Denn 2 Fragen haben etwas zu tun mit dem Tempel und mit der unmittelbar bevorstehenden Zukunft. Aber 2 weitere Fragen haben zu tun mit Ereignissen, die noch weit in der Zukunft lagen. Was ist das Zeichen deiner Wiederkunft? Was ist das Zeichen der Endzeit? Wir können also sagen, die Fragen 1 und 2 betreffen Ereignisse,
Gleich nach dem ersten Kommen Jesu werden die Fragen 3 und 4 Ereignisse unmittelbar vor dem zweiten Kommen Jesu betreffen. Man könnte aber auch sagen, die Fragen 1 und 2 haben etwas zu tun mit der Anfangszeit und die Fragen 3 und 4 etwas mit der Endzeit. Warum spreche ich von Anfangszeit? Das Kommen des Herrn Jesus vor 2000 Jahren wird im Neuen Testament als Anfang bezeichnet. Der erste Johannesbrief beginnt ja damit, was von Anfang war. Was wir gehört und gesehen und mit unseren Augen angeschaut haben und was wir betastet haben. Und da geht es um das Kommen Jesu Christi als Mensch in dieser Welt. Was von Anfang war. Und zwar da kam eben die lange Zeit des Wartens auf den Erlöser im Alten Testament zum Ende. Und mit dem Kommen des Messias begann etwas Neues. Darum heißt es übrigens auch im Hebräerbrief am Anfang, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage oder wörtlich an diesem Ende der Tage zu uns geredet im Sohn. Da gibt es Leute, die sagen, ach, ihr erzählt von Endzeit. Wir sind ja schon 2000 Jahre in der Endzeit. Wo steht das? Eben Hebräer 1. Dort steht, an diesem Ende der Tage. Das war auch ein Ende der Tage, denn das war das Ende des langen Wartens des Alten Testaments auf den Messias. Und dann kam die Anfangszeit. Dieses Ende der Tage ist aber nicht das gleiche wie das Ende der Tage vor dem Kommen des herrschenden Messias. Das muss man unterscheiden. Sonst haben wir auch da wieder ein totales Durcheinander. Man muss also die Begriffe ganz schön klären und im Zusammenhang gut anschauen. Ja, also das war die Anfangszeit. Und dann sollte eben diese lange Zwischenzeit kommen zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen Jesu. Und das zweite Kommen Jesu steht dann in Verbindung eben mit der Endzeit. Das ist das Ende dieser langen Zwischenzeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen. Aber wichtig, die Endzeit ist eben nicht die Zeit des Weltuntergangs. Ja, die Bibel spricht über zwei Erscheinungen des Messias, wie wir das heute schon gesehen haben, in den vorhergehenden Vorträgen. Das erste Mal soll der Messias als der leidende Messias kommen. Der Herr Jesus hat über 300 Prophezeiungen erfüllt durch sein erstes Kommen. Und dann das zweite Kommen in der Endzeit als der herrschende Messias. Aber dazwischen sollte eben eine lange Zwischenzeit liegen. Als Konsequenz der Verwerfung des leidenden Messias sollte der Tempel in Jerusalem zerstört werden. Und in dem Zusammenhang haben die Jünger gefragt auf dem Ölberg, wann wird das sein? Und zweitens, was ist das Zeichen, dass diese Zerstörung nun unmittelbar bevorsteht? Aber am Ende dieser langen Zwischenzeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen des Messias, da haben wir die Endzeit. Das Ende dieser langen Zwischenzeit. Und da haben die Jünger gefragt, was ist das Zeichen deiner Wiederkunft? Das Zeichen unmittelbar bevor du kommst. Und zweitens, was ist das Zeichen, dass wir überhaupt in der Endzeit leben? Das sind die Fragen 3 und 4. Also, nochmals, die Fragen 1 und 2 haben zu tun mit der Anfangszeit, 3 und 4 mit der Endzeit. Wir werden nun anschauen, was der Herr Jesus geantwortet hat im Blick auf diese Fragen der Anfangszeit. Und wir werden dann sehen, was er geantwortet hat im Blick auf die Endzeit.
Aber jetzt kommt noch etwas dazu. Es gibt auch eine Zeit eben vom Anfang bis zum Ende. Und in allen Berichten am Anfang, bevor der Herr Jesus die Fragen beginnt zu beantworten, warnt er die Jünger, die ja Juden waren damals, vor falschen Messiasen, die nach dem Weggehen von Jesus Christus kommen würden, um viele zu verführen. Er warnt sie vor falschen Christussen, falschen Messiasen. Das ist eine Warnung, die betrifft eigentlich die ganze Zeit, von der Anfangszeit bis zum Ende. In Matthäus 24,4 lesen wir: Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Passt auf, dass euch niemand verführe. So beginnt die Endzeitrede. Passt auf, dass euch niemand verführe. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen: Ich bin der Christus. Christus ist das griechische Wort für hebräisch Messias. Ich bin der verheißene Erlöser. Ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Wenn wir den nächsten Vers lesen, dann steht da: Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsnachrichten hören. Mit Vers 6 in Matthäus 24 beginnt der Herr zu beantworten: Was ist das Zeichen der Endzeit? Aber er gibt da nicht nur eines, sondern wir werden sehen, eine ganze Serie von etwa 20 Zeichen. So ist der Herr. Man bittet um etwas und man kriegt noch viel mehr. Nun müssen wir aber aufpassen, dieses kleine Wort aber ist hier sehr wichtig, denn diese Information in Vers 6 wird dadurch von dieser allgemeinen Warnung in Versen 4 und 5 sprachlich abgesetzt. Also, die Warnung vor den falschen Messiasen, das bezieht sich eigentlich auf die ganze Zeit, von der Anfangszeit bis zur Endzeit. Und dann in Vers 6 beginnt der Herr auf die Fragen 3 und 4 einzugehen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsnachrichten hören. Nun, hier habe ich eine Liste zusammengestellt mit über 50 falschen Messiasen, die im Judentum aufgetreten sind ab dem Jahr 44, also nach Jesus Christus, bis in unsere Zeit. Das beginnt mit Theudas, 44 bis 46, dann der Messias aus Ägypten, 52 bis 58, der namenlose Prophet im Jahr 59, Menachem, der Galiläer, um 66, Jonathan, der Weber, nach dem Jahr 70, Lukuas, 115, Bar Kochba, 100 bis 135 nach Christus, der hat die Judenheit verführt, einen Aufstand gegen die Römer zu machen. Und der wurde ja brutal von Hadrian niedergeschlagen mit über 1 Million Toten. Aber keiner der messiasgläubigen Juden hat in diesem Aufstand, soweit uns bekannt ist, sich mit beteiligt. Denn die wussten: Viele werden unter meinen Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und werden viele verführen. Und so ging es weiter mit der Messias Moses von Kreta, 440 bis 470. Und das geht durch das ganze Mittelalter hindurch bis in die Neuzeit. Und der letzte ist Rabbi Menachem Mendel Schneerson von New York, der 1994 gestorben ist. Und um den herum gibt es eine Bewegung von etwa 300.000 orthodoxen Anhängern. Und jetzt ist er verstorben, aber die haben dann gesagt, wir warten, bis er aufersteht. Es ist ganz unglaublich, und manche dieser Messiasse haben große Teile des Judentums verführt. Auch zum Beispiel möchte ich noch erwähnen Shabbatai Zvi in der Zeit von 1626 bis 1676. Der hat also große Teile des Judentums von Persien bis England damals verführt. Die glaubten, das ist der Messias. Jetzt kommt die Zeit der Erlösung. Und das ist eine ganz verrückte Geschichte. Es gibt von mir eine CD zu diesem Thema, wo ich die Geschichten dieser 50 falschen Messiasse
erzähle. Das kann man mindestens sehr bald auf sermononline.de dann runterladen. Gratis. Ja, gut, und dieser Shabbatai Zvi hat also einen unglaublichen Erfolg gehabt. Und dann wurde er von den Muslimen verhaftet. Er wurde gezwungen, zum Islam überzutreten. Und dann ist die ganze Bewegung zusammengebrochen. Es gab dann aber immer noch eine kleine Gruppe, die dann weiterhin glaubte, das ist der Messias, nur ist er jetzt eben in die Abgründe hinuntergestiegen des Islams, aber er ist es doch. Ja, und dieser Mann hat also ausgelöst, dass Massenhysterien entstanden, dass massenweise haben Leute in Zungen geredet und prophetisch gesprochen und so weiter. Also alles, was wir auch kennen aus der charismatischen Bewegung, das war da auch vorzuweisen bei Shabbatai Zvi. Ja, und jetzt wollen wir aber eben schauen, was sagt der Herr im Blick auf die Anfangszeit und dann was sagt er in Bezug auf die Endzeit. Und das hat einen Vorteil, denn wenn wir beachten, dass wie sich diese Prophezeiungen erfüllt haben, dann sehen wir, ob das, was der Herr sagt, wörtlich vorausgesagt war oder symbolisch oder ob man das ein bisschen übertragen verstehen muss. Ja, bei der erfüllten Prophetie, wo man zurückblicken kann, ist das sehr einfach. Und wenn wir sehen, wie das dort war, dann verstehen auch wir besser, wie man die Prophetie verstehen muss, die zukünftig ist. Ja? In Lukas 21, da spricht der Herr also zuerst die allgemeine Warnung vor falschen Messiasen aus und dann beginnt er einige Zeichen der Endzeit aufzuführen. Aber dann kommt etwas, Vers 12, nur in Lukas. Da greift der Herr plötzlich zeitlich zurück. Und er sagt in Vers 12, vor diesem allem aber werden sie ihre Hände an euch legen und euch verfolgen, indem sie euch an die Synagogen und Gefängnisse überliefern, um euch vor Könige und Statthalter zu führen, um meines Namens willen. Es wird euch aber zu einem Zeugnis ausschlagen. Und was der Herr nun weiter sagt in diesen Versen, das hat sich erfüllt im ersten Jahrhundert. Also nach dem Tod und der Auferstehung Jesu und vor der Zerstörung Jerusalems. Hier sagt der Herr, also das ist jetzt die Antwort, wann wird der Tempel zerstört werden? Und was ist das Zeichen der Zerstörung? Wann? Also zuerst, sagt er, wird eine jüdische Verfolgung gegen euch losgehen. Hier heißt es ja, sie werden vor Synagogen gestellt werden. Da wird deutlich, das ist eine jüdische Verfolgung dieser jüdischen, messiasgläubigen Menschen. Und er sagt, an Synagogen überliefert werden und Gefängnisse. Im Jahr 32 war die Kreuzigung und dann die Auferstehung Jesu. Dann kam einige Wochen später Pfingsten. Der Heilige Geist erfüllte die Gläubigen und sie wurden mutige Zeugen. Aber da sehen wir in Apostelgeschichte 3, 4, 5, 6, 7, 8, wie die Apostel verfolgt wurden und wiederholt verhaftet wurden und vor Gericht gestellt wurden. Sie kamen vor den Sanhedrin, aber sie haben mutig Zeugnis abgelegt. Und so hat sich das erfüllt, euch an die Synagogen und Gefängnisse überliefern. Kann man alles dort nachlesen, Apostelgeschichte 3 bis 8. Dann weiter, sagt der Herr, und euch vor Könige und Landpfleger zu führen. Wann wissen wir zum ersten Mal, dass ein Zeuge des Herrn vor einen Landpfleger geführt wurde? Nun, man muss die Apostelgeschichte weiterlesen. In Apostelgeschichte 23 kommt Paulus, das war im Jahr 58, vor den Landpfleger Felix. Ein späterer Nachfolger von Pontius Pilatus, nicht wahr? Vor den Landpfleger Felix. Und da legt er Zeugnis ab für das Evangelium. Und dann wird Felix abgelöst von Porcius Festus. Und auch dort gibt Paulus Zeugnis im Jahr 59, Apostelgeschichte 25. Nicht wahr? Der Text spricht ja
vor euch vor Könige und Landpfleger in der Mehrzahl. Also nicht nur vor einen Landpfleger, sondern in der Mehrzahl. Und darum, wann wird die Zerstörung sein? Also zuerst kommt ihr vor Gerichte, jüdische Gerichte, ins Gefängnis. Dann werdet ihr vor Landpfleger gestellt werden. Aha, 58 vor Felix, 59 Porcius Festus. Jetzt ist schon mal das erfüllt. Mehrzahl ist ja mindestens zwei. Und dann lesen wir aber auch, um euch vor Könige zu führen, um meines Namens willen. Ja, wann wurde ein Zeuge Jesu vor einen König gestellt? Ja, wir lesen, im Jahr 60 kam König Agrippa, ein Unterkönig von Rom, auf Besuch zu dem Landpfleger Porcius Festus. Und der arme Mann hatte keine Ahnung von Judentum. Und er war froh, dass dieser König Agrippa, der eben sehr viel Verständnis hatte für Judentum, aus ganz bestimmten Gründen, auf Besuch kam, und da wollte er den Fall Paulus, den er einfach nicht beurteilen konnte, wollte er ihm vorführen. Und da kam Paulus vor einen König. Und da hat er in Apostelgeschichte 26 beschrieben, eine wunderbare evangelistische Rede vor Gericht gehalten. Und das war so überzeugend für Agrippa, dass ihm klar wurde, Christen sind gar nicht gefährlich. Die sind kein Problem für die Staatssicherheit Roms. Und danach sagt er, man hätte Paulus freilassen können. Das ist kein gefährlicher Mann. Aber leider hatte er sich schon zuvor auf das höchste Gericht, auf den Kaiser berufen. Und das konnte man nicht mehr rückgängig machen. Also er musste zum Kaiser gehen. Ja, und so wurde Paulus dann auf einer mühsamen und gefährlichen Reise übers Mittelmeer schließlich nach Rom gebracht, um dann im Jahr 62 vor Kaiser Nero, dem König über alle Könige von dem Römischen Reich, Zeugnis ablegen zu können. Und da hat sich erfüllt, jetzt war alles erfüllt, vor Synagogen und Gefängnisse überliefern, vor Könige und Landpfleger in der Mehrzahl, um meines Namens willen. Es wird euch aber zu einem Zeugnis ausschlagen. Jedes Wort hat sich so erfüllt. Jetzt sind wir schon im Jahr 62. Was braucht es jetzt noch? Jetzt könnte es ja bald kommen mit der Zerstörung des Tempels. Dann sagt der Herr, was das Zeichen der Zerstörung ist. Nächster Vers, 20. Wenn ihr aber Jerusalem von Armeelagern umzingelt seht, alsdann erkennt, dass ihre Verwüstung nahegekommen ist, dass alsdann die in Judäa sind, auf die Berge fliehen und die in ihrer Mitte sind, in Jerusalems Mitte, daraus entweichen und die auf dem Lande sind, nicht in sie hineingehen, denn dies sind Tage der Rache. Wir sind jetzt im Jahr 68. Der letzte Landpfleger in Judäa wollte den Tempelschatz in Jerusalem plündern. Das brachte das Fass zum Überlaufen. Es kam in Galiläa, in Nordisrael, zu einem spontanen Volksaufstand der Juden. Und in der ersten Zeit hatten die unglaubliche militärische Erfolge gegen Rom. Aber die Römer haben immer mehr Legionen zusammengezogen nach Israel. Am Schluss ein Drittel aller Legionen aus dem ganzen Weltreich bis nach Britannia, England, wurde in Israel zusammengezogen, um den jüdischen Aufstand niederzuschlagen. Und so konnten die Römer schließlich Galiläa wieder zurückerobern und auch all die jüdischen Gebiete in Transjordanien, heutigen Jordanien, waren große Teile jüdisch. Und dann haben sie auch Judäa, Südisrael, erobert und schließlich ging die Armee rauf nach Jerusalem, zur Hauptstadt. Das sollte der Höhepunkt werden. Und im Jahr 68 haben die Römer ihre Armeelager rund um die Hauptstadt aufgestellt. Ha. Und jetzt wussten die messiasgläubigen Juden, die Leser des Lukas-Evangeliums, das es ja schon damals gab, ja, jetzt müssen wir fliehen. Das ist der Moment. Aber wie können wir fliehen? Mitten im Krieg. Das sind ja überall die Checkpoints. Nun, Gott sorgt für alles. In dem Moment, in dieser Zeit, begeht Kaiser Nero Selbstmord. Das war Gottes Gericht über diesen Mann.
Der hat nämlich gerade kurz davor, etwa im Jahr 66, 67, hat der Paulus nach der zweiten Gefangenschaft enthauptet, den Apostel der Nationen. Und Petrus, den Apostel für die Juden, hat er umgekehrt an ein Kreuz aufgehängt und hingerichtet. Im Jahr 68, Gottes Gericht, er begeht Selbstmord. Gott ließ diesen Mann fallen. Und das gab einen Aufruhr im ganzen Reich. Wer wird Nachfolger von Nero? Vespasian, der General in Israel, stoppt den Krieg. Er will Kaiser werden und reist nach Rom und wird auch Kaiser. Aber das war genau die Zeit, wo die messiasgläubigen Juden aus Judäa und Jerusalem, die konnten alle fliehen. Weil der Krieg gestoppt war, wurden die alle durchgelassen. Die gingen auf die Berge des Westjordanlandes über den Jordan nach Pella. Und dort regierte ja Kaiser Agrippa, König Agrippa II. Der nahm die alle als friedliebende Bürger auf, weil zuvor die Rede von Paulus in Apostelgeschichte 26 ihn überzeugt hatte, die sind nicht gefährlich. Diese Bürger muss man schützen. Also wunderbar, wenn man denkt, das Ganze hat den messiasgläubigen Juden das Leben gerettet. All die Leiden des Paulus. Ja, und dann wurde Vespasian Kaiser. Im Frühjahr 70 schickt er seinen Sohn Titus als General nach Israel, um den Krieg gegen die Juden zu Ende zu führen. Und das ist echt zynisch. Der Mann kam im Frühjahr nach Israel und wusste, jetzt gehen die Leute alle zum Passafest nach Jerusalem. Denn die Tora sagt ja, die Passalämmer darf man nur beim Altar in Jerusalem schlachten. Da mussten die alle aus dem ganzen Land, die Juden, nach Jerusalem gehen. Und viele kamen aus dem Ausland nach Jerusalem. Jerusalem war zum Bersten gefüllt mit, wie ein Augenzeuge schreibt, Josephus Flavius, 2,7 Millionen Leute. Und er wartet, bis die alle in der Stadt sind für die Passawoche. Und dann schließt er den Gürtel definitiv. Keiner kommt mehr raus. In einem Krieg, brutal und blutig, von 140 Tagen, wird Jerusalem dem Erdboden gleich gemacht. Schließlich geht der Tempel in Flammen auf und wird abgebrochen und verwüstet. Mehr als 1 Million Juden kamen ums Leben. 97.000 wurden in die Kriegsgefangenschaft abgeführt, unzählige rund um Jerusalem gekreuzigt. Nicht mehr in sie hineingehen. Also die messiasgläubigen Juden gingen ab dem Jahr 68 nicht mehr zum Passafest nach Jerusalem. Weil sie wussten aus Lukas, wir dürfen nicht. Denn dies sind Tage der Rache. Und das hat sich so schrecklich erfüllt. Dadurch wurde das jüdische Volk in der Folge in alle Welt zerstreut. Ich lese Vers 22, denn dies sind Tage der Rache, damit alles erfüllt werde, was geschrieben steht. Wehe aber den Schwangeren und den Säugenden in jenen Tagen. Es ist sehr, sehr schwierig, wenn man schwanger ist, zu fliehen. Sehr beschwerlich, ja? Darum dieses Wehe. Wird ganz schwierig sein für die Schwangeren und Säugenden. Denn große Not wird in dem Lande sein und Zorn über dieses Volk. Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Nationen. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Jedes Wort hat sich so erfüllt. Über alle 5 Kontinente wurden die Juden zerstreut. Und Jerusalem war ständig in der Hand von nichtjüdischen Nationen, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Ja, und dann in den weiten Versen spricht der Herr Jesus über die Endzeit und sein Wiederkommen als König. Also, Vers 12 hat uns zurückgeführt in die Anfangszeit, vor diesem allem aber. Darum in meiner Bibel habe ich dieses Wort vor ganz speziell gekennzeichnet. So wichtig. Und auch das Wort bis, denn in Vers 24 werden wir nun eben bis ans Ende der Zeiten der Nationen geführt. Da sind wir wieder in Endzeit angelangt und der Herr spricht dann nachher wieder über die Endzeit. Ja, und wir haben heute Morgen schon gesehen, die Endzeit, das ist ja bekanntlich die Zeit,
in der das jüdische Volk wieder zurückkehrt ins Land der Väter. Wie das in Hesekiel 38,8 steht, wo Gott zu einem Feind im Norden sagt, am Ende der Jahre, in der Endzeit, am Ende der Jahre sollst du in das Land kommen, das vom Schwert wiederhergestellt sein wird, zu einem Volk, das aus allen Völkern gesammelt sein wird, auf die Berge Israels, welche beständig verödet da lagen. Ja, es wird herausgeführt sein aus den Völkern. Das ist die Endzeit, wenn sie zurückkehren aus den Völkern. Also, heute leben wir in der Endzeit und so viele Prophezeiungen erzählen im Detail, wie diese Rückkehr der Juden geschehen soll und aus welchen Ländern. Und das hat sich alles so eindrücklich erfüllt vor unseren Augen seit 1882 bis heute. Das ist die Endzeit unter dem Hintergrund der Rückführung der Juden. Darum, wenn Enthusiasten und Phantasten in früheren Zeiten sprachen, jetzt ist Endzeit, weil es zum Beispiel das Jahr 1000 war, und das klingt zufällig ein bisschen gleich wie das tausendjährige Reich, dann war das nicht die Endzeit. Die Endzeit ist die Zeit, wenn die Juden heimkehren aus aller Welt, aus allen Nationen. Aber heute ist das so, das hat es noch nie gegeben. Und dann die Kombination von über 160 einzelnen prophetischen Aussagen über Endzeit, die sich erfüllt haben von 1882 bis heute. Ja, ich wiederhole nochmals, die Römer haben ja schon gesagt, Repetitio Mater Studiorum est. Die Wiederholung ist die Mutter des Lernens. Also, Hesekiel 36,24, und ich werde euch aus den Nationen holen und euch sammeln aus allen Ländern und euch in euer Land bringen. 3 Millionen Juden aus allen 5 Kontinenten, aus über 100 oder sogar über 140 Ländern sind bis heute heimgekehrt. Es ist also eine Periode von bereits 129 Jahren. Und während die Juden in einen Prozess heimkehren, erfüllen sich Prophezeiungen und Prophezeiungen, bis dann schließlich der Herr kommen wird als König. Die Anfangszeit, haben wir gesehen, war auch eine Periode von 135 Jahren, von der Geburt des Messias bis zum definitiven Untergang des Staates Israel. Und so können wir diese Anfangszeit und die Endzeit sehr deutlich von der langen Zwischenzeit der jüdischen Zerstreuung absetzen. Ja, und jetzt schauen wir uns die Zeichen in der Endzeitrede Jesu auf dem Ölberg an, im Blick auf die Endzeit. Die Jünger baten um 2 Zeichen. Was ist das Zeichen der Endzeit? Was ist das Zeichen deiner Wiederkunft? Aber der Herr gab ihnen eine ganze Serie von mehr als 20 Zeichen. Wichtig ist, der Herr bezeichnet diese Zeichen als Geburtswehen. In Matthäus 24 erklärt der Herr einige Endzeitzeichen und sagt in Vers 8, alles dieses aber ist der Anfang der Geburtswehen. Nun, Geburtswehen sind ja typischerweise zyklisch, wiederkehrend. Es ist nicht eine Geburtswehe und dann kommt das Baby auf die Welt. Und darum sind diese 20 Zeichen, die wir jetzt zusammen anschauen, ein bisschen anders als die 40, die wir heute Morgen angeschaut haben. Diese heute Morgen waren punktuelle Zeichen, die an einem bestimmten Punkt so in Erfüllung gehen sollten. Aber bei den Geburtswehen haben wir es zu tun mit Zeichen, die sich mehrmals wiederholen. Und so wie die Geburtswehen tendenziell in der Intensität und auch in der Schmerzhaftigkeit zunehmen, sieht man in diesen Zeichen eine Entwicklung, eine Zunahme bis dann hin zu den Presswehen der großen Drangsal. Und dann die große Freude. Der Menschensohn kommt in die Welt. Sehen wir die Parallele zur Geburt. Ist ganz, ganz direkt. Also der Herr vergleicht eigentlich das gegenwärtige Zeitalter. Schauen wir jetzt an die Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen Jesu. Das gegenwärtige Zeitalter nach Epheser 1,19. Diese Periode vergleicht der Herr mit der Zeit der Schwangerschaft.
ja auch eine Periode ist von ungefähr 9 Monaten. Aber wie weiß man, wann man bereit sein muss zur Geburt? Wann man alles gepackt haben muss? Ja, man kann schon Termine berechnen, aber so oft stimmt das dann doch nicht. Viel wichtiger als das errechnete Datum ist das Achten der Endzeitzeichen. Das heißt der Wehen. Natürlich, es gibt auch wilde Wehen und so weiter, aber wenn man ein bisschen Erfahrung hat, kann man die unterscheiden von den wirklichen Wehen. Wenn die echten kommen, dann weiß man, jetzt ist es. Das ist es nun. Und so sehen wir also, diese Wehen der Schwangerschaft werden da verglichen mit diesen über 20 Zeichen am Ende des gegenwärtigen Zeitalters. Wie gesagt, der Herr Jesus präsentiert zuerst einige Wehen, nämlich 5, und die bezeichnet er als der Anfang der Wehen. Erstens Massenkriege, zweitens Revolutionen, drittens Hungersnöte, viertens Seuchen, fünftens Erdbeben. Und danach soll eine unvergleichliche Christenverfolgung losgehen. Man muss also die zeitlichen Angaben in der Bibel sehr gut beachten, wenn die Zeichen erwähnt werden, und dann werden sie die Hände an euch legen. Das dann ist also wichtig. Jetzt schauen wir uns diesen Anfang der Wehen einmal an. Und bedenken wir, das grundlegende Endzeitzeichen ist ja aus dem Alten Testament schon bekannt, die Rückkehr der Juden. 1882 begann das plötzlich. Wegen der Verfolgung der Zar Alexander III. Packten Tausende von Juden ihre Koffer und sagten, wir gehen nach Palästina. Und zu Tausenden, 83, 84, 85, 86 und so, gingen die zurück. Bis 1904, dann war das wieder ein bisschen abgeebbt und da kam wieder ein Druck. 1904 ging das nochmals los bis 1914. Und dann kam der große Knall mit diesem Schuss auf den Balkan, Thronfolgemord, und es ging los wie ein Dominospiel. Und die ganze Welt verwickelte sich in einen unvergleichlichen Massenkrieg, wie man das noch nie gesehen hatte, bis anhin, der Erste Weltkrieg. Klar, ist doch nicht verwunderlich, das ist nicht der 17. Weltkrieg. Ein neues Phänomen, Massenkriege auf allen 5 Kontinenten. Matthäus 24, 6. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsnachrichten hören. Passt auf, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. Hier wird klar, es geht nicht einfach um einen Krieg zwischen 2 Nationen, sondern um Massenkrieg. Nation gegen Nation, Königreich gegen Königreich. Weiter, aber man muss, der Herr spricht ganz knapp und kein Wort ist überflüssig. Ihr werdet von Kriegen hören. Also wenn irgendwo in der Nähe von uns ein Krieg ist, dann hören wir von Kriegen. Aber der Herr sagt, und Kriegsnachrichten, das sind dann Dinge, die man von sehr weit her vernimmt. Und das macht deutlich, dass diese Massenkriege geografisch sehr ausgedehnt sind. Und genau 1914 bis 1918 kam der Erste Weltkrieg mit etwa 20 Millionen Toten. Und dann 1939 bis 1945 der Zweite Weltkrieg mit schätzungsweise, es gibt verschiedene Schätzungen, 60, 70 Millionen Toten. Das hat es noch nie gegeben. Aber ausgerechnet in der Periode, wo die Juden zurückkehren. 2-mal. Und das zweite Mal noch viel schlimmer als das erste Mal. Und alle 5 Kontinente beteiligt. Nur die grauen Gebiete hier auf der Karte sind unbeteiligt gewesen. Alles andere, grün und orange, war beteiligt. Und der Zweite Weltkrieg noch schlimmer. Da gibt es fast keine grauen Gebiete mehr. Ja?
da in der Schweiz, da ganz in der Mitte von Europa. Aber in der Schweiz hörte man von Kriegen. Deutschland, Frankreich, Österreich, Italien und von Kriegsgerüchten. Pearl Harbor, dieser japanische katastrophale Angriff am Ende der Welt. Ja? Das waren Kriegsnachrichten. Ja, jetzt habe ich hier ein Schema aufgestellt. Der Anfang der Wehen. Das heißt, wir wollen also jetzt speziell diese Anfangszeit anschauen, ab der Zeit, wo die Juden zurückkehren. Und da haben wir 1914 den Ersten Weltkrieg und dann 1939 den Zweiten Weltkrieg. Massenkriege. Aber der Herr sagt in Lukas 21,9, erschreckt nicht, denn dies muss zuvor geschehen, aber das Ende ist nicht sogleich. Also, wenn Prediger schon damals in der Zeit des Ersten Weltkrieges gesagt haben, wir sind in der Endzeit, dann waren sie korrekt. Nur der Herr sagt, aber noch nicht ganz am Ende der Endzeit. Aber das gehörte alles schon zu den Endzeitzeichen. Zweiter Punkt, Revolutionen. Lukas 21,9. Wenn ihr aber von Kriegen und Empörungen oder Revolutionen, griechisch Akatastasiai, hören werdet, so erschreckt nicht, denn dies muss zuvor geschehen, aber das Ende ist nicht sogleich. Dann Markus 13,8, und es werden Hungersnöte und Unruhen, Tarachai, sein. Dies sind die Anfänge der Geburtswehen. Nun, 1882 kehrten die Juden aus Russland zurück und in weiteren Jahren. Und dann kam 1905, brach die russische Revolution aus. Aber die Zaren konnten schließlich diese Revolution unterdrücken. Aber dann 1911 brach die Revolution aus in China und setzte sich über Jahrzehnte in Bürgerkriegen fort bis zur kommunistischen Machtübernahme 1949. Das ist nicht an einem kleinen Winkel geschehen. Und so könnte man weiterfahren mit der Liste der Revolutionen. Man kann sagen, diese Zeit ist die Zeit der Revolutionen wie noch nie in der ganzen Geschichte. Natürlich gab es einmal eine französische Revolution. Aber was ist das gegen das, was hier geschehen ist? Ich muss noch erwähnen, dann im Ersten Weltkrieg 1917 die russische Revolution, die Hunderte von Millionen Menschen in das Gefängnis des Kommunismus geführt hat. Aber das ist noch nicht alles. Ich habe eine Liste mit über 50 Revolutionen seit der Rückkehr der Juden bis heute. Und da ordnet sich übrigens auch die ganze Reihe von Revolutionen jetzt ein, hinten am Schluss der Liste, Tunesien, Ägypten, Algerien, Marokko, Syrien und so weiter und so fort. Das gehört einfach als Anhang in die ganze Liste von 50 Revolutionen. Und eben Revolutionen, die Hunderte von Millionen Menschen wirklich in die Knechtschaft des Kommunismus und der Unterdrückung gebracht haben. Ja, jetzt zeige ich einfach mal so am Anfang ein, stellvertretend, ich könnte natürlich noch von der mexikanischen Revolution da am Anfang sprechen und so weiter, aber das interessiert uns jetzt nicht alles so. Russische Revolution, chinesische Revolution, Erster Weltkrieg, nochmals russische Revolution 1917, der Anfang der Wehen. Dann dritter Punkt, Hungersnöte. Und zwar akute Hungersnöte. Der Jesus sagt, Matthäus 24,7, und es werden Hungersnöte sein an verschiedenen Orten. Nun, es gab dramatische Hungersnöte als direkte Folge des Ersten und des Zweiten Weltkrieges. Und die Leute einfach nichts mehr zu essen hatten. Und es gab auch dramatische Hungersnöte als Folge der kommunistischen Revolutionen. Zum Beispiel 1932, 1933 in der Ukraine und in Russland eine Hungersnot mit 8 Millionen Toten. Die meisten haben das vergessen. Und übrigens, die schlimmste Hungersnot aller Zeiten war wohl die wegen Mao Zedong, der ja
den großen Schritt nach vorne machen wollte. Und das führte zu einer Hungersnot mit etwa 43 Millionen Toten. 1958 bis 1962. Nicht wahr? Ich zeige nur ein paar Beispiele aus einer ganzen Liste von solchen dramatischen Hungersnöten. Aber wir wollen das gleich am Anfang so eintragen, in Verbindung mit der russischen Revolution, chinesischen Revolution, Erster Weltkrieg und dann diese Hungersnöte als Folge der Revolutionen und der Hungersnöte und der Weltkriege. Ich muss aber auch noch etwas sagen über chronischen Hunger, nicht nur über akuten Hunger. Akut heißt, die Leute haben nichts mehr zu essen. Chronisch heißt, die Menschen haben dauernd zu wenig. Und wir haben uns daran gewöhnt, dass das 20. Jahrhundert eigentlich das Jahrhundert der chronischen Hungersnöte war. Hunderte von Millionen Menschen haben chronischen Hunger gelitten. Natürlich, die Weltbevölkerung ist von 1,6 Milliarden 1900 angestiegen auf über 6,5 Milliarden heute. Aber es gäbe weltweit genügend Nahrung für alle und für viele mehr. Durch ungerechte Verteilung und Diktaturen und so weiter geht so vieles zugrunde und erreicht nicht diejenigen, die in der Not sind. Heute Abend nach der UNO, gemäß der UNO, werden 1 Milliarde Menschen mit zu wenig Nahrung zu Bett gehen. Das sind unglaubliche Wehen, schmerzliche Wehen, unvorstellbar diese Dimensionen, nicht wahr? Und es werden Hungersnöte sein an verschiedenen Orten. Viertens, Seuchen, Epidemien. Ja, Matthäus 24, 7 sagt, und es werden Hungersnöte und Seuchen sein an verschiedenen Orten. Auf Griechisch steht da Leumoi, das bedeutet Seuchen, Epidemien, Krankheiten. Nun könnte man über eine ganze Liste von Seuchen sprechen in unserer Zeit, aber ich beginne damit, die spanische Grippe zu kommentieren. Gleich nach dem Ersten Weltkrieg, nach der russischen Revolution, 1918, 19 kam die spanische Grippe. Die meisten Opfer starben in den ersten Wochen. Es gab gar keine Möglichkeit, irgendwie da etwas dagegen zu tun. Das ging so rasant schnell. Man schätzt, niemand weiß es genau, dass es 50 bis 100 Millionen Todesopfer gegeben hat damals. Aber das beeindruckt mich, diese Verkettung der Ereignisse. Und natürlich, jetzt können wir sprechen über AIDS und diese 50 Millionen oder noch mehr, die betroffen worden sind, über 16 Millionen und noch mehr Toten, über Hepatitis B und C. Das sind noch schlimmere Seuchen als AIDS. Nur spricht man zu wenig darüber. Und dann die Pocken waren noch wichtig bis in die 80er Jahre. In den 50er Jahren sind jährlich etwa 50 Millionen Menschen angesteckt worden. Und bei den meisten verläuft die Krankheit tödlich. Wir können also von Hunderten von Millionen Todesopfern bei Pocken ausgehen im 20. Jahrhundert. Die WHO spricht von 100 Millionen Nikotintoten im 20. Jahrhundert. So könnte man weiterfahren. Das sind nicht irgendwelche Nebensächlichkeiten, das sind ganz dramatische Erfüllungen. Und jetzt können wir das so einfügen in diese Revolutionen, Weltkriege, Hunger, auch die spanische Grippe. Fünf, Erdbeben. Matthäus 24, 7, und es werden Hungersnöte und Seuchen sein und Erdbeben an verschiedenen Orten. Ich war, da kann auch einer sagen, ja, Erdbeben hat es doch schon immer gegeben. Ja, natürlich, wissen wir auch aus der Bibel. Ist nichts Neues. Aber dadurch, dass die Menschheit sich so vermehrt hat in unserer Zeit, sind die Erdbeben viel verheerender heute als früher, als es viel weniger Menschen gab. Zur Zeit Jesu schätzt man etwa 300 Millionen Menschen, weltweit, auf allen 5 Kontinenten. Aber heute ist das ganz anders. Und dann kommt dazu, dass gerade die besonders erdbebengefährdeten Orte der Welt sind besonders dicht bevölkert. Und meistens sind es die Orte, wo die Menschen arm sind und gar nicht gut gegen Erdbeben bauen können. Das ist schon eigenartig.
Warum sind die genau dorthin gegangen? Hat ja niemand gesagt, geht an die Orte, wo die Kontinentalplatten zusammenkommen. Ja, und jetzt, wenn wir beginnen mit der Rückkehr der Juden ab 1882, dann denken wir an Indien 1905, Erdbeben, 19.000 Tote. 1908 in Europa, Messina, Sizilien, Kalabrien, 72.000 Tote. China 1920, also gerade nach der Revolution in China und dem Ersten Weltkrieg und der spanischen Grippe, 1920 das Erdbeben mit 200.000 Toten. Japan 1923, 150.000 Tote. China 1927, 41.000 Tote. Und so geht das weiter bis heute. Ich habe zusammengerechnet eine Liste von circa 140 schweren Erdbeben im 20. Jahrhundert ergeben etwa 2,3 Millionen Tote. Und dazu kommen natürlich noch viel mehr Verletzte. Das ist ganz schrecklich, das so zu sehen. Und dann geht das eben bis Japan in jüngster Vergangenheit. Aber das ist nur ein Anhängsel in einer ganzen Kette. Lukas 21, 11 sagt, und es werden große Erdbeben sein an verschiedenen Orten. Ja, jetzt habe ich das alles hier zusammengefügt. Die Revolutionen, Erdbeben, Weltkriege, Hunger, spanische Grippe. Und es fällt auf, alle diese fünf Zeichen als Anfang der Wehen treten genau in den Jahren ein, wo die Juden beginnen zurückzukehren. Das ist einfach eindrücklich. Aber dann kommt Matthäus 24, 9. Dann werden sie euch in Drangsal überliefern und euch töten. Und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden, um meines Namens willen. Der Herr kündigt hier an, 6, Christenverfolgung, Drangsal überliefern. 7, Tod, euch töten. 8, Hass, ihr werdet von allen Nationen gehasst werden. Ab den 1920er Jahren und nach der Revolution in Russland von 1917, da haben die Kommunisten beschlossen, wir vernichten das Christentum in der Sowjetunion. Das war der systematische Plan. Und es wurden Millionen weggerafft. So etwas hat man nun gar nie gesehen in der ganzen Menschheitsgeschichte. Nicht einmal das, was die Römer den Christen angetan haben, was im Mittelalter an Verfolgungen geschehen sind, das wird alles durch diese kommunistische, systematische Verfolgung in den Schatten gestellt. Und die Kinder werden ausgelacht und bloßgestellt in der Schule und müssen leiden und Nachteile auf sich nehmen. Sie dürfen keine höheren Studien ergreifen, werden eben gehasst und zurückgestellt. Und wir sehen da, rot habe ich alle kommunistischen Gebiete des 20. Jahrhunderts, die mit Verfolgung des Christentums zusammenhängen, aufgeführt. Das ist nicht in einem verborgenen Winkel geschehen. Und schauen wir jetzt mal die Liste an. Wir haben da die fünf Zeichen beieinander. Und der Herr sagt, dann werden sie euch in Drangsal überliefern. Und tatsächlich, mit der Erfüllung dieser fünf kam die Umsetzung des Planes, die Vernichtung des Christentums in der Sowjetunion. Und der Verfolgung in Osteuropa. Aber wenn wir von Christenverfolgung und Tod und Hass sprechen, dann müssen wir natürlich auch sprechen über einen zweiten Faktor in unserer Zeit der größten Christenverfolgung. Das ist die islamische Welt. Also durch die Kommunisten und die Islamisten sind so viele Christen umgebracht worden in unserer Zeit, wie das in früherer Zeit nie geschehen ist. Die meisten christlichen Märtyrer, starben in unserer Zeitepoche. Heute sind 200 Millionen Christen in 25 Ländern bedroht durch Misshandlung, Gefängnis und Tod.
Wenn ich spreche über diese Verfolgung, dann führt uns das zu Punkt 9. Abfall von Gott durch Zwang. Millionen von Menschen gaben in der Sowjetunion und in Osteuropa den christlichen Glauben auf. Natürlich, es war für sie ein Bekenntnis. Aber sie bekannten sich als Christen. Und Gott nimmt jedes Bekenntnis ernst. Man kann nicht einfach sagen, ich bin getauft, ich gehöre zur Kirche und meine, das hat keine Verantwortung vor Gott. Aber durch diese Verfolgung sind Millionen, haben sich vom Christentum losgelöst und sich diesem Atheismus unterzogen. Nun, in Matthäus 24, 10 sagt der Herr, und dann werden viele abfallen. Abfall vom Bekenntnis ist auch Abfall. Punkt 10, denunzieren. Ja, da steht nicht nur, und dann werden viele abfallen, sondern, und werden einander überliefern und einander hassen. Die kommunistischen Geheimdienste haben beschlossen, wir arbeiten mit der Bevölkerung direkt zusammen. Die Bevölkerung muss uns die Informationen liefern und so können wir die Christen verfolgen. Und so gab es ein ständiges Denunzieren durch Nachbarn, durch Lehrer, durch Mitarbeiter. Niemand war sicher vor dem anderen. Auch wenn er ganz freundlich Guten Tag sagte. 11. Punkt, zwischenmenschliches Vertrauen zerstört. Der Herr sagt, viele werden abfallen, werden einander überliefern und einander hassen. Dadurch, dass man in der kommunistischen Gesellschaft gar nicht mehr wusste, wem man vertrauen kann, entstand ein Klima der Lieblosigkeit, des Hasses. Zwischenmenschliches Vertrauen wurde vernichtet. Aber 12 ist noch schlimmer. Verfolgung durch Familienangehörige. Der Herr Jesus sagt in Matthäus 13, 12, es wird aber der Bruder, den Bruder, zum Tode überliefern. Und der Vater das Kind. Und Kinder werden sich erheben wieder die Eltern und sie zum Tode bringen. Man war nicht mal sicher, ob in der Familie nicht etwa einer war, der mit dem KGB zusammenarbeitete, mit der Stasi, mit Securitate und wie die Geheimdienste alle heißen. Schrecklich, wie sich das alles erfüllt hat. Und es lohnt sich, mit russlanddeutschen Geschwistern, die etwas älter sind, zu sprechen. Jetzt leben die noch. Und man kann da Informationen aus erster Hand kriegen. Ich nutze das immer wieder aus, gerade wenn ich in Deutschland bin. Und ich habe eine alte Schwester gesprochen, die mir erzählt hat, wie als Kind hat Stalin ihren Vater erschossen. Die haben das konkret erlebt, was diese Verfolgung bedeutete. Das sind nicht Dinge aus grauen, verstaubten Büchern, sondern das ist Realität. Aber wenn ich über diesen erzwungenen Abfall spreche der Endzeit, müssen wir natürlich auch über den freiwilligen Abfall im Westen sprechen. Denn interessanterweise, in der gleichen Zeit, als Millionen sich vom Christentum lösten im Osten, haben sich im Westen, in Westeuropa und Nordamerika, Millionen von Menschen vom Christentum losgesagt. Und zwar ganz besonders durch die neomarxistische Propaganda. Und das war nicht Zwang, das war Verführung. Durch Leute wie Marcuse und Fromm und wie sie alle heißen. Und in der Theologie, die liberale Theologie hat alle Grundlagen des Christentums verworfen. Die Bibel ist nicht inspiriert. Jesus Christus ist gar nicht auferstanden. Er wird nicht mehr wieder zurückkommen. Und so weiter und so fort. Das Abendland wendet sich vom Christentum ab. In 2. Thessalonicher 2, Vers 3 lesen wir, denn dieser Tag, das heißt der Tag der Wiederkunft des herrschenden Messias, kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall komme. Aber Abfall bedeutet, dass man ein Bekenntnis hatte. Der Abfall geschieht nicht in der heidnischen Welt. Dort sehen wir heute an manchen Orten Aufbrüche und Erweckungen. Aber die Bibel sagt, da, wo das Evangelium bekannt war,
wo das christliche Bekenntnis da war, dort kommt es zu einem gegensätzlichen Prozess des Abfalls. Aber natürlich, das hindert uns nicht, das mindert nicht unseren Eifer zu evangelisieren. Das darf nicht sein, sondern wir evangelisieren und es kommen immer Leute zum Glauben. Aber wir sollen nicht ein Büchlein haben und jedes Mal einen Strich machen, wenn jemand sich bekehrt. Es geht nicht darum, dass wir gewisse Zahlen vorweisen können. Das darf nicht sein. Und dass wir sagen, ja, die Gemeinde ist so und so gewachsen. Das geht nicht darum. Es geht darum, dass Menschen wirklich zum Glauben kommen und gegründet werden und gefördert werden im Glauben, Freude im Glauben haben, Sicherheit im Glauben haben. Das müssen wir tun. Aber keine falschen Vorstellungen. Der Abfall muss kommen, bevor der Antichrist kommt. Denn er bereitet den Weg. Wir kommen jetzt zu Punkt 13. Falsche Propheten. In Matthäus 24, 11 sagt der Herr, und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Das Eigenartige ist, ausgerechnet in der Kirchengeschichte, ist es so, dass im 20. Jahrhundert drei Wellen über die Welt kommen mit falscher Prophetie. Die erste Welle begann 1901, dann 1906. Und das erste Kennzeichen damals war nicht Zungenreden, sondern Falschprophetie. Und zwar so, dass damals im Westen Amerikas begonnen hatte, da wurde vorausgesagt, der Herr wird wiederkommen in 2 Jahren. Oder eine Prophetie, noch diesen Winter und dann wird er kommen. Und es waren ganz klar falsche Propheten, denn 5. Mose 18 sagt, ein Prophet, der einmal etwas Falsches voraussagt, ist kein Prophet des Herrn. So kann man einen Propheten definitiv entlarven. Einmal etwas Falsches heißt, er ist ein falscher Prophet. Und dann kam das rüber auch nach Europa, wurde aber von vielen Kirchen abgewehrt. Und so haben sich Gemeinden mit neuer Prophetie und so außerhalb eben etabliert. Aber in den 1960er Jahren, da kam die zweite Welle, die man bezeichnet als charismatische Welle, und gerade auch aus der katholischen Kirche heraus. Und da hat man betont, wir wollen das nicht mehr, wie bei der ersten Welle, dass sich das außerhalb der Kirchen etabliert, sondern das muss in alle bestehenden Kirchen, die müssen so erneuert werden. Charismatische Erneuerung. Und diese Bewegung ist voller Falschprophetie. Und dann kam ab 1985 die sogenannte dritte Welle, wo man gesagt hat, jetzt kommt die allergrößte Welle, die größten Wunder und eine ganz neue Ausgießung des Heiligen Geistes. Und zwar so, dass es eine weltweite Erweckung geben wird. Und gerade auch in Europa und Amerika. Und da wurde auch gesagt, speziell im Blick auf das Jahr 2000, da kommt die große Erneuerung. Wir wussten aus der Bibel, das kann ja gar nicht stimmen. Das ist Falschprophetie, denn 2. Thessalonicher 2 sagt, der Abfall, da wo das christliche Bekenntnis war, ich spreche nicht von diesen gewaltigen Aufbrüchen in China und so weiter. Das ist etwas anderes. Und jetzt ist es so, heute reden Millionen davon, dass sie Eindrücke haben, prophetische Eindrücke, Visionen, Botschaften, Zungenbotschaften. Das sind nicht ein paar hundert oder ein paar tausend, das sind Millionen. Das hat es in der ganzen Kirchengeschichte nie so vergleichbar gegeben. Nie. Und der Herr sagt, viele falsche Propheten. Und 14. Punkt, viele werden verführt. Der Herr sagt, nicht nur viele falsche Propheten werden aufstehen, sondern und werden viele verführen. Es hätte ja sein können, viele Propheten falsche Propheten kommen und niemand hört auf sie. So ähnlich wie Bert Brecht, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Aber eben, so war es nicht. Man kann sagen, heute würden etwa 600 Millionen Christen sagen, dass sie auf neue Propheten hören. Das ist absolut extrem. Das sind nicht
in kleinen Bereichen geschehen. Und wir sehen, das sind schmerzliche Wehen, denn wir sind alle direkt betroffen. Oder so indirekt betroffen, dass es eben uns doch direkt betrifft. Ja? Kann man nicht einfach sagen, ja gut, das ist da und dort, weit weg von mir. Nein, das betrifft uns und das betrifft auch Beziehungen in der Familie und so weiter. Da spielt das alles eine Rolle. Sehr schmerzhaft. Ich habe vor kurzem in Buenos Aires darüber gesprochen. Und da war ein junger Mann, sieht es sofort von seinem Aussehen her, indianischer Abstammung, der geht ganz treu den Weg mit dem Herrn, und sein Vater ist Pfingstpastor. Und das gab in der Familie zwischen Vater und Sohn in diesen Fragen eine starke Auseinandersetzung, so dass der Vater ihn aus der Kirche weggetan hat. Und jetzt hat dieser Sohn seinen Vater eingeladen zu einem Vortrag über Endzeitzeichen. Wusste nicht genau, was dann kommt, oder? Könnt ihr euch vorstellen? Der Sohn da sitzt da, oh, mein Vater, läuft der zwischendurch dann raus? Der blieb da. Und dann, die Geschichte geht dann weiter. Dann in der Zwischenzeit bin ich noch nach Norden gereist, in den Regenwald zu den Iguazu-Wasserfällen. Und da bin ich nochmals zurückgekommen und habe mit dem jungen Mann wieder Mittag gegessen. Und dann sagte er mir, weißt du, es war dann so, am nächsten Sonntag steht mein Vater in der Gemeinde vor's Pult und sagt, er möchte nicht, dass jemand in Zungen spricht. Er möchte auch nicht mehr, dass man Hände auflegt, dass die Leute umfallen. Wer das trotzdem tun will, soll herausgehen. Unglaublich, nicht wahr? Aber das zeigt uns auch, wie das Wort Gottes hat eine überführende Kraft. Und der Herr hat das wirklich gesagt, um uns zu helfen, in diesen Dingen eine Klarheit in dieser verwirrenden Zeit, in der wir leben, zu bekommen. 15. Punkt, Zeichen und Wunder. Der Herr Jesus sagt in Matthäus 24, denn es werden falsche Messiasse und falsche Propheten aufstehen, und werden große Zeichen und Wunder tun, um so, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Nun, das zeigt, dass da wirklich Dinge geschehen. Natürlich, es gibt auch viel Betrug und Suggestion und alles Mögliche, aber der Herr spricht von großen Zeichen und Wundern, und die sind nicht einfach so plump. Dass Gläubige denken, ach, das sieht man ja von einem Kilometer aus, dass das nichts ist. Ich war, wenn ein Guru Maharishi Mahesh Yogi da nach Europa kommt durch die Beatles, der hat Millionen von Menschen verführt, aber für Christen war doch das normalerweise keine Gefahr. Da weiß doch jeder, dass das ein Betrüger ist, ein Verführer. Aber hier sagt der Herr, um so, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Die Auserwählten, das ist ein Begriff, um die echten Gläubigen, die sich wirklich bekehrt haben, von Herzen, und die auch wiedergeboren sind, zu bezeichnen. Und der Herr zeigt, auch die wahren Gläubigen sind so in Gefahr, weil diese Zeichen so täuschend ähnlich kopiert werden. Und nicht wahr, im 20. Jahrhundert haben wir bis heute diese spektakulären Heilungsveranstaltungen gesehen, das Umfallen nach hinten, der Toronto-Segen erreicht weltweit 50.000 Kirchen und Millionen reden in Zungen, aber die wissen nicht, was sie sagen. Und weil das biblische Sprachenreden, das war die Fähigkeit, fremde Sprachen akzentfrei, also sogar Dialekte, zu sprechen und die Sprachen zu beherrschen, ohne dass man sie gelernt hatte. So wie Adam im Garten Eden. Der konnte am ersten Tag sprechen, der musste keinen Kurs nehmen. Und auch die Leute in Babel, die haben sofort Sumerisch sprechen können und all die anderen Sprachen. Die mussten keinen Kurs nehmen. Das war Gottes Kraft, neue Sprachen einzugeben. Und das kann der Teufel nicht.
Das ist interessant, nirgends im Okkultismus findet man ein Zungenreden, wo jemand fremde Sprachen spricht und das auch, und auch weiß, was er sagt. Also die Sprache beherrscht. Es ist immer ein passives Hindurchgehen. Und daran kann man das auch erkennen, dass das eben nicht das ist, was von Gott kommt, wenn man etwas lallt und gar nicht weiß, was diese Silben bedeuten. Und man bedenke, Matthäus 12, da sagt der Herr, ihr werdet Rechenschaft ablegen am letzten Tag von jedem Wort, das ihr geredet habt. Und so gibt uns der Heilige Geist nicht etwas zu sprechen, worüber wir gar keine Rechenschaft ablegen können, weil wir gar nicht wissen, was es ist. Ja, und dann Matthäus 7, 22, der Herr sagt, viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen prophetisch geredet und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Hier geht es natürlich jetzt nicht um Auserwählte, um wirkliche Gläubige. Und Gott weiß ja, wer echt bekehrt ist. Aber was hier erschreckend ist, es werden einmal viele sein, die sagen werden, wir haben doch prophetisch gesprochen. Und die waren nie auf der richtigen Seite. Der Herr sagt, ich habe euch niemals gekannt. Nicht, ihr wart mal wiedergeboren und dann habt ihr das Heil verloren. Nicht so. Niemals gekannt. Das ist also möglich. Nun, das muss uns nicht Angst machen, wenn wir wissen, wir haben uns bekehrt, wir haben unsere Schuld Gott bekannt und ganz bewusst das Heil des Herrn Jesus in Anspruch genommen und es ist auch unser Wunsch, mit dem Herrn zu gehen, da müssen wir nicht Angst haben, dass wir verloren gehen. Ja? Aber wir müssen sehen, die Verführung ist wirklich so perfid. Punkt 16. Sturmfluten, Tsunamis. Lukas 21, 25. Auf der Erde, Bedrängnis der Nationen, in Ratlosigkeit bei brausendem Meer und Sturmfluten. So steht das in unserer Bibel. Und das hat nicht erst begonnen mit 2004, dieser Tsunami über Indien, Sri Lanka, Malediven, Indonesien, Thailand, wo gegen 300.000 Menschen ums Leben kamen. Und dann gleich danach, 2005, die USA, Sturmfluten durch Hurricanes. Katrina hat dazu geführt, dass New Orleans katastrophal überflutet worden ist. Und dann kam Rita über Texas mit 6 Meter hohen Sturmfluten. Und damals waren mehr als 1 Million Menschen in Angst und Panik auf der Flucht vor dem Meer. Genau wie der Bibeltext das sagt. Dann kam Wilma über Mexiko, Kuba, Florida. Und so können wir weiterfahren. Aber wir können auch zurückgehen. Java, Sumatra, 1883. Ein Tsunami mit 36.000 Toten, 30 Meter hohe Wellen. Japan 1896, 26.000 Tote. Und das habe ich ja schon erwähnt bei den Erdbeben. 1908 dieses Erdbeben in Messina, Sizilien und Kalabrien. Das war kombiniert mit einem Tsunami in Europa mit 72.000 Toten. Das ist auch bei uns möglich. Das sind schreckliche Wehen. Aber Gott will eine Welt, die in Rebellion versunken ist, aufrütteln, um noch die Chance der Gnade und der Umkehr zu erkennen. 17. Punkt, Terrorismus. Lukas 21, 11. Und es werden große Erdbeben sein an verschiedenen Orten und Hungersnöte und Seuchen. Auch Schrecknisse wird es geben. Das Wort Schrecknisse, das nur da vorkommt, heißt auf Griechisch Phobetra. Wir kennen das von Phobos, Furcht, Phobie. Ja, und dieses Wort heißt schreckliche Ereignisse, Schreckmittel. Und nicht wahr, unser Wort Terror ist einfach lateinisch für Schrecken. Der Terrorismus ist also die systematische Verbreitung von Schreckensereignissen. Und wir können sagen, der internationale Terrorismus ist ein Kind des 20. Jahrhunderts. Sowohl der linksgerichtete wie auch der islamische. Im islamischen Terrorismus können wir 4 Phasen unterscheiden, 1920, 1948, 67 und dann 2001. Und jedes Mal ist es schlimmer geworden. Dann mit dem
Angriff schließlich auf die Twin Towers in New York. Gerade vor kurzem war ich in New York am Ground Zero und dann auch im Museum daneben, wo die ganzen Ereignisse von 11. September 2001 dokumentiert werden. Das ist schon bewegend. So greifbar sind diese Dinge für die ganze Welt. Alles wehen. Und der Krieg, der Kampf gegen Terrorismus, was hat er gebracht? Ja, das wissen wir nicht, weil wir wissen ja nicht, was geschehen wäre, wenn es keinen Kampf gegen Terrorismus gäbe. Aber wir sehen, der Terrorismus geht weiter. Das können wir sagen. 18. Punkt, Gesetzlosigkeit, moralischer Zerfall. Matthäus 24, 12. Und wegen des Überhandnehmens der Gesetzlosigkeit, griechisch Anomia, wird die Liebe der vielen erkalten. Anomia heißt Verachtung von Recht, verbindlichem Maßstab und Ordnung. Die 68er Bewegung der Neomarxisten, das war eine der tiefsten Kulturrevolutionen aller Zeiten im Abendland. Und da wurde ganz bewusst ein Bruch vollzogen mit der ganzen christlichen Vergangenheit Europas und Nordamerikas. Öffentlich wurde aufgerufen, dass Unmoral, also unverheiratet Zusammenleben im Konkubinat, dass das eben keine Sünde ist, denn Sünde gibt es gar nicht, sondern das ist eine Art zu leben. Auch Partnerwechsel, Ehebruch, Homosexualität, das ist nicht einfach abzulehnen. Und die Pornografie wurde ein Milliardenmarkt und ist ein Riesenproblem, jetzt auch verstärkt durch das Internet. Und das ist eine Einfallsquelle, selbst in die Häuser der Gläubigen. Das ist ganz, ganz schrecklich. Und das zerstört die betroffenen Menschen und auch die Umwelt. Aber das ist alles mit dieser 68er Bewegung gekommen worden, völlige sexuelle Freizügigkeit gefordert hat als ein Recht für die Menschen. Und damit verbunden sehen wir auch diese steigende Gewaltbereitschaft. Die 68er und bis heute fordern Abtreibung als ein Recht, heute sogar als ein Menschenrecht. Und wenn wir uns das mal überlegen, seit 1973 wurde die Abtreibung in den USA liberalisiert. Dann kam Frankreich und Italien und da ging das weiter, ja? Heute können wir sagen, dass von 1973 bis heute mehr als 1 Milliarde Babys im Mutterleib getötet wurden durch Abtreibung. Das übersteigt jetzt jede Tötung in der ganzen Weltgeschichte. Das ist unglaublich. Und eben wenn man heute öffentlich gegen diese Dinge spricht, dann muss man aufpassen. Das ist dann eine ganz ungefährliche Sache. Und die WHO sagt, dass jährlich etwa 40 Millionen Babys abgetrieben werden, weltweit. Und seit den 1860er Jahren haben wir auch die Wiederentdeckung der Drogen. Also das Drogenproblem ist eine Flut über uns gekommen. Die Drogen gab es ja schon immer, aber diese Drogenwelle gab es nicht immer. Und hat unsere Gesellschaft so zerstört. Und diese Dinge kommen auch in die Häuser der Gläubigen hinein. Das macht das so schmerzhaft, nicht wahr? Ich habe gerade vor kurzem 2 E-Mails bekommen, unabhängig von Müttern, die sagen, der eine sagt, 2 meiner Kinder sind drogensüchtig und eine gläubige Frau. Was soll ich tun? Hätten Sie eine Einrichtung, eine Institution, die wirklich auf biblischer Basis da helfen könnte? Die wollen frei werden jetzt. Und dann wieder eine andere Mutter, die das entsprechende Problem hat, das ist ganz furchtbar. Ja, der Herr hat das vorausgesagt und wegen des Überhandnehmens der Gesetzlosigkeit, das führt uns zu Punkt 19, Erkalten der Liebe. Deswegen wird die Liebe der vielen erkalten. All diese schrecklichen Dinge, die zerstören etwas in uns Menschen. Da geht etwas kaputt. Also von dieser natürlichen Fähigkeit zur Liebe,
zwischen Mann und Frau und auch zwischen Eltern und Kindern und Kindern und Eltern. Diese Dinge zerstören diese natürliche Liebe und sie erkaltet. Natürlich ist es ja glücklicherweise so, dass viele gerade aus diesem Hintergrund zur Bekehrung gekommen sind in den vergangenen Jahren. Und so muss man die Gemeinde sehen als eine Art Herberge, wie im Gleichnis des barmherzigen Samariters, wo dann diese, die unter die Räuber gefallen sind, wieder gesund gepflegt werden. Und der Samariter sagt ja, hier ist Geld, trage Sorge für ihn und ich komme wieder und werde dann alles Übrige bezahlen. Und so ist der Samariter wirklich ein Bild des Herrn Jesus, der wiederkommen wird. Aber in der Zwischenzeit haben wir diese große, schwierige Aufgabe, eben in den Gemeinden solche Lazarette zu haben, wo wir gerade diese Nöte versuchen, mit der Hilfe des Herrn zu pflegen. Und es ist ja auch schon wunderbar, wie man sehen kann, wie der Herr solche Wunden, solche Narben auch wirklich heilen kann und auch neue Freude geben kann und auch Ehen wieder retten kann und so weiter. Jetzt Punkt 20, das Evangelium erreicht alle Nationen der Welt. Das ist der letzte Punkt. Der Herr Jesus sagt in Matthäus 24, 14, und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen. Hier sagt der Herr Jesus, dass alle Nationen erreicht werden. Griechisch Ethnos. Luther übersetzt Völker. Das ist nicht ganz korrekt, weil wir haben noch ein anderes Wort, Laos. Das ist das typische Wort für Völker. Aber Ethnos ist eigentlich die größte soziale Einheit. Nicht wahr? Die kleinste Einheit ist die Ehe. Ein Mann und eine Frau. Und dann kommt die Familie, ein Mann, eine Frau, ein Kind. Oder zwei, drei und so weiter. Dann kommt die Sippe mit den Großeltern und Tanten und Onkel und so weiter. Die Sippe und eine noch größere Einheit, bei uns nicht mehr aktuell, ist der Stamm. Aber in manchen Ländern sind die Stammesgemeinschaften immer noch ganz aktuell. Ich habe in einem angeborenen Stamm in Indien gepredigt, also das ist die Organisation eben noch ganz anders als bei uns. Aber die noch größere Einheit ist dann das Volk. Aber manche Nationen bestehen aus vielen Völkern, wie zum Beispiel Indien. Es gibt nicht einfach Inder. Nein, es gibt all die verschiedenen Stämme, es gibt ganz verschiedene Völker und so viele verschiedene Sprachen. Auch Russland ist nicht ein Volk, sondern besteht als Nation aus vielen Völkern. Aber der größte Begriff ist dann die Nation Ethnos. Und der Herr sagt also nicht, alle Stämme werden erreicht, schon gar nicht alle Menschen. Er sagt auch nicht mal alle Völker. Weltweit gibt es etwa 10.000 Völker. Aber Nationen sind es in der Größenordnung von 200. Nicht wahr? Und der Herr sagt, alle Nationen werden erreicht. Im Jahr 1800 war die Bibel in 70 Sprachen etwa übersetzt. Und dann kam ja die Erweckungszeit damals in Europa und Nordamerika. Da hat man auch die Weltmission neu entdeckt. Und 1830 gab es die Bibel bereits in etwa 157 Sprachen. Das ist schon eindrücklich. Also in diesen 30 Jahren hat man auf diesem Gebiet der Bibelübersetzung dann plötzlich mehr geleistet als in Jahrhunderten zuvor. Und heute ist die Bibel und Bibelteile in mehr als 2500 Sprachen zu haben. Und Gospel Recordings hat biblische Botschaften in über 5900 Sprachen und Dialekten. Also da, wenn Sie irgendeinen Indianer-Dialekt brauchen für Ihren Nachbarn, dann kann man das über Gospel Recordings kriegen. Und natürlich durch Radio, die Arbeit von Trans World Radio und so weiter, da werden Menschen erreicht, selbst in Ländern, die heute eben verschlossen sind. Und auch übers Internet. Das ist so
großartig. Und bei uns natürlich auch über ERF. Da kommt das Evangelium in der ganzen Welt rum. Und so können wir sagen, in unserem Jahrhundert ist das Wirklichkeit geworden. Das Evangelium erreicht alle Nationen. Markus 13, Vers 10. Und alle Nationen muss zuvor das Evangelium gepredigt werden. Und dann kommt das Ende. Ich war, wir haben die Anfangszeichen gesehen und der Herr sagt, aber das Ende ist nicht sogleich. Und da sagt der Herr, und dann kommt das Ende. Jetzt gibt es natürlich noch mehr Zeichen. Ein weiteres Zeichen ist dann Matthäus 5, 24, Vers 15, wenn ihr den Gräuel der Verwüstung an heiligem Ort seht. Aber das ist bereits ein Zeichen für nach der Entrückung der Gemeinde, wie wir heute Morgen gesehen haben. Und so könnte ich dann noch weiterfahren. Ne? Aber dann kommt der Herr Jesus in Macht und Herrlichkeit. Aber wir schauen jetzt mal diese 20 Punkte an und haben schon 40 gesehen heute Morgen, haben wir schon mal 60. Und es gibt noch 100 dazu. Aber ich möchte drei Schlussfolgerungen ziehen. Erstens, wir leben in der Endzeit. Jesus Christus kommt bald als Richter der Welt. Und da stellt sich die Frage, ob jeder von uns bereit ist, ihm zu begegnen. Das ist ein schrecklicher Gedanke. Wie können wir dem Richter der Welt begegnen? Zweitens, die Bibel ist Gottes Wort an uns. Sie ist glaubwürdig. Es lohnt sich, die Bibel regelmäßig zu lesen, um Gottes Botschaft für uns persönlich zu erfahren. Die erfüllte Prophetie beweist, die Bibel ist Gottes Wort. Das gibt es in keiner Religion. Nicht im Koran, nicht in den Schriften der Hindus und Buddhisten, nur in der Bibel. Ganz wichtig, dass wir so argumentieren gegenüber Ungläubigen, um zu zeigen, dass die Bibel wirklich Gottes Wort ist. 100%. Drittens, diese Bibel sagt, ich muss zu Gott zurückkehren und mich mit ihm versöhnen lassen. Ja, wenn wir heute verkündigen können, der Richter steht vor der Tür, dann muss man sich die Frage stellen, wie kann ich Gott, dem Richter, begegnen? Und die Bibel sagt, wenn wir unsere persönliche Schuld Gott bekennen, bereuen und wirklich glauben, dass Jesus Christus dafür gelitten hat am Kreuz und gestorben ist, wieder auferstanden ist, dann wird uns Gott mit sich versöhnen. Lasst euch mit Gott versöhnen, sagt 2. Korinther 5. Und darum ist es eigentlich so wunderbar, als Gläubige können wir sagen, ich habe keine Angst, um einmal dem Richter zu begegnen. Ob dann oder schon bei der Entrückung der Gemeinde, die ja jeden Tag geschehen könnte, denn wenn ich dem Richter begegne, begegne ich meinem Erlöser. Der Richter ist derselbe, der an meiner Stelle im Gericht stand und gerufen hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott hat ihn verlassen, damit er ewig bei uns sei. Aber so sehen wir, wir müssen diese Prophetie wirklich ausnützen, um damit auch das Evangelium zu verkündigen und zu belegen, wie glaubwürdig diese Botschaft ist. Ganz kurz zum Schluss nochmals einen Zeitplan. Also wir sehen, die Zeichen machen deutlich, Jesus Christus wird bald kommen als Richter der Welt. Am Ende dieser Epoche, die Endzeit heißt. Aber in den 3,5 Jahren davor gibt es die große Drangsal, den schrecklichsten Krieg der Menschheitsgeschichte. Und der wird eingeleitet dadurch, dass der Antichrist den Tempel in Jerusalem, der wieder gebaut wird, schänden wird durch ein Götzenbild. Aber davor wird schon der Antichrist eben auftreten und die Massen durch Zeichen und Wunder verführen. Aber zuvor findet die Entrückung der Gemeinde statt. Denn der Herr sagt in Offenbarung 3, Vers 10 zur Gemeinde in Philadelphia, ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Ich komme bald. Halte fest, was du hast, auf dass niemand deine Krone nehme. Also vor dieser Stunde der Versuchung, wo der Antichrist die Massen verführen wird.
Nicht vor der Versuchung wird er bewahren, sondern vor der Stunde der Versuchung. Die Gemeinde soll nicht da hineinkommen. Und 2. Thessalonicher 2 sagt, der Heilige Geist wird weggehen und erst dann kann der Gesetzlose, der Antichrist, offenbar werden. Und wenn wir also sehen, wie nahe das ist, und wir wissen, da sind noch einige Jahre dazwischen, davor, dann wird uns klar, dass die Entrückung umso näher ist. Und es muss nichts vorher geschehen, der Herr könnte jeden Moment kommen. Aber dann ist es für die zu spät, die das Evangelium schon gehört haben und es nicht angenommen haben.